Willkommen im Zeros Shopping Stream. Wir werden jetzt gucken, was für coole Angebote wir unter anderem finden bei Card Market, eBay oder Kleinanzeigen. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, folgt gerne auf Twitch rein und natürlich hier auf YouTube. Und wir gucken mal, was wir Tolles kaufen werden. Let's go! Okay, das sollte eine tolle Anmoderation gewesen sein. Aber nee, Chat, wir werden jetzt for real einfach schauen, was für Angebote wir gerade auf dem Markt finden. Und wir gehen gleich einfach in das Teuerste rein. Und wir kaufen uns die Legendary Collection. Und ja, damit gebe ich nicht nur meine komplette Sammlung auf. Obwohl, meine komplette Sammlung ist es ja nicht. Die ist ja inzwischen schon ein bisschen mehr wert. Wir fragen mal an, wie teuer ist denn so eine Legendary Collection? Ah, ist keine da, alles klar, dann doch nicht. Hast du Glück gehabt, sonst hätte ich sie gekauft. Aber wir gucken einfach mal, was gerade der Markt so hergibt und was die Leute uns unbedingt hier anbieten wollen, ne? Supreme Victors ist ein cooles Set, aber jetzt nicht so meins. Legendary Treasures, ey, da gab es mal Zeiten, da habe ich das Ding für 300 gekauft irgendwie. Ich würde ganz gerne mit euch ein cooles Event machen wollen, irgendeine coole Box öffnen. Und da ist die Frage, was machen wir Geiles auf? Oder beziehungsweise, was wäre eine coole Box? Legend Maker, das ist Chinese, aber, ne? Japanese, oh. Eieieiei. Tagbolt haben wir hier. Ah? Wäre das ein cooler Stream? Mit den Kollegen? Wie teuer ist ein Neo Genesis? Warum? Also ich kann mir das auf keinen Fall so leisten halt, ne? Davon brauchen wir nicht drüber reden. Ist jetzt nicht so, dass ich hier die Displays mir auf 10.000er Sachen einfach so leisten kann, ne? Auf gar keinen Fall. Und das möchte ich auch nicht. Aber mir ist trotzdem gerade wichtig zu wissen, was der Preis gerade von den Sachen ist, damit ich, falls ich mal sage, okay, ich möchte sowas hinsparen, damit ich dann mal sagen kann, okay, wir machen das. Aber das ist ja noch übertrieben crazy. Wir können mal nach Boostern gucken, I guess. Oder Boxen. Oder auf eBay. Jawohl. Machen wir auf eBay. Pokémon. EX. Display. Ah, eine leere Box. Leere Box, Chat. Ja, okay. Okay. Leer. Ah, okay, schade. Aber leer für 130 zum Hinstellen? Schöne Sache halt, ne? Also wenn du so ein Ding hinstellen möchtest, so ein Acrylcase auch, ist auch cool. Ist schick. Oh, der hat die alle auch, ne? Alle Displays hat der. Können wir nach Boostern gucken? Was gibt's denn da gerade Schönes? Aha. EX Sandstorm 145. Das geht aber vom Preis her. Das finde ich okay. Aus zuverlässiger Quelle. Was hast du noch, Bert? Bert hat noch einen Plasma Storm 45. Auch ein okayer Preis. Ich hoffe, dass Bert hier auch ein legiter Verkäufer ist. Crystal Guardians Logok. Neu und ungeöffnet. Mhm. Hier ist noch Unseen Forces. Aber das sind selbe Preise, die du halt auch auf Card Market bekommst halt, ne? Das sind natürlich sehr viel EX-Pokémon-Karten. Ja, hier, guck mal. Heavy Booster. EX Dragon. 750. Können wir runterhandeln wahrscheinlich. Also 600 vielleicht mit so Augenzwinkern. Ja, hier die Sealed-Kontrolle. Alles drin, ne? Der Andreas. Der hat auch ein paar Goldstars. Die hat er schon alle rausgepult. Was hat denn der Kollege hier sonst noch so? Ein paar Magic-Karten. Ein paar coole Karten. Boah, ich habe auch lange nicht mehr nach Goldstars geguckt, ne? Es gab eine Zeit, wo ich sehr, sehr häufig am Abend einfach nach Goldstars geguckt habe. Es war so während des Pokémon-Hypes, wo ich wirklich einfach sage, boah, ich will die Goldstars haben, ich will die haben. Inzwischen bin ich da sehr viel resistenter geworden, dass ich sage, yo, alles mit der Zeit. Brauchst du jetzt nicht alles sofort holen, so. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Was ist denn das? Eine BGS 8 ist das. Okay, vom Preis her, das müsste eine PSA 8.5 sein, okay. Das ist teuer für den Preis. Das ist zu teuer. Das ist sehr viel zu teuer. Hast du ein ungefähres Ziel, wann du mit deiner Goldstar-Sammlung fertig sein möchtest? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das ist wirklich so ein Ding, das mache ich, wie ich Bock habe. Das muss auch kein Stress sein. Heavy Vintage Booster Violet Leaf Green. 300? Ist aber, ich würde jetzt sagen, sehr guter Preis. Das ist wirklich ein sehr guter Preis. Aha, nur Familienfreunde oder Banküberweisung. Das ist immer der kritische Hase, ne? Also wenn nur das steht, dann ist es ist schwierig. Wir dem Mann nichts unterstellen natürlich, aber ich habe auch ein paar schlechte Erfahrungen schon gemacht bei Leuten, die, jo, Banküberweisung ist durch. Hallo? Hallo? Warum ist ihr Profilbild weg? Hallo? Hilfe? Hilfe? Warum antworten sie mir nicht mehr? Leute, ey, das ist, man muss immer aufpassen bei sowas natürlich, ne? Also so ein bisschen auf eigene Gefahr, aber gibt halt immer so Leute, die da natürlich da auch ein bisschen verkacke einen wollen. Crazy, Alter, ey. Crazy, sag ich. Und was haben wir hier denn für eine Box? Xerox Box mit einem Evo drinne. Ach, für 70 Euro auch ein bisschen teuer. Charizard Base Set Ordner. Was haben wir hier denn? Aha, ein Glurak-Sammler also. Interesting. Ja, ein paar coole Karten auf jeden Fall. Ein paar schöne Golds. Konterfänger Gold. Das ist im Sala mit Nachtaras sehr schön. Ja, ein paar schöne Karten auf jeden Fall hier so drinne. Noch schöne Japanese Promos noch. Ja,
Sagt die Chat? Schon ganz cool, oder? Frage ist natürlich, wie teuer das Ganze ist. Was haben wir hier denn, ey? Tops. Das ist aber auch geil, ne? So ein Ding einfach holen fürs Feeling zum Aufmachen. Oder auch diese Sachen hier, die Metal Tags, Lamy Cards, Triumphus, das ist ein bisschen sehr teuer für 70. Muss man nicht unbedingt machen. Charizard Booster Pack versiegelt, was ist denn da drin, ne? Sieht cool aus, ich weiß aber nicht, was das ist. Wild, aber das ist das Coole, also du findest halt immer irgendwelche Schätze halt, auch wenn du jetzt hier Pokémon-Sammlung eingibst, kannst du halt auch immer irgendetwas finden, was halt super nice ist, Alter. Was hat er denn hier? 876 Euro und ich werde mit Evolving Skycy gelockt. Schauen wir mal, ob das eine gute Sammlung ist und ob wir uns die potenziell holen würden, Chat. Okay. Okay. Ja, Blister von allen möglichen Artworks, das ist cool. Raunderlich Finsternis, Ultra Prisma, Astral, Steam Siege, Nacht in Flammen, Silver Tempest. Dann noch hier ein paar andere Booster. Hier auch nochmal welche. Ja, bin ich jetzt nicht so der größte Freund von sowas, aber gibt auch Sealed-Leute, die sowas sammeln. 3DS und DS-Sammlungen. Ja, da gehe ich auch rein. Da gehen wir auch rein. Ich brauche gerade ein paar Spiele. Ich spiele gerade mit meiner Freundin Hard Gold Soft Silver. Was haben wir hier Schönes? Alter. Patentieren und ich? Patienten und ich, Alter, ich kann nicht lesen, es tut mir leid. Pokémon Hard Gold, okay, okay, solid. Allein für Hard Gold lohnt sich das doch schon fast, das nur zu holen, oder? Das Haus Anubis? Davon gab es ein DS-Spiel? Was? Wie teuer ist Hard Gold? 80 Euro, ja, okay, dann lohnt sich's doch nicht. Dann lohnt sich's doch nicht, Chat. Dann raus, dann nicht rein. Aber so ist das Ding, so findet man manchmal ganz coole Angebote und das ist ganz cool, mal so durchzustöbern. Ich mag das sehr gerne. Oh, das ganze Set, das habe ich auch mal geöffnet. Ist sehr nice. Wie teuer ist das? 300. Ja, das kostet, glaube ich, genauso viel. GameStop sagt 3 Euro, wenn du es da abgibst. Ja, ich glaube auch. So, Ding ist, ich würde ja super gerne mit Feuerrot oder Blattgrün holen. Einfach fürs Feeling nochmal zum Game. Aber die kosten halt auch inzwischen sehr viel. Und da sind die Preise ultra schwankend halt. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, weiß ich nicht, ob sich das so lohnt gerade. Riesige Pokémon-Sammlung. Okay, okay. Ich sehe hier aber nur Basic. Wir gehen mal rein, wir gehen rein. Heute reingestellt, vor 7 Uhr. Was haben wir denn hier? Okay, 2 Gluraks, Turtok, okay, hier ein paar neuere Karten, Shinies, okay. Was haben wir sonst noch Cooles hier? Pokémon-Sammlung, 1400 Karten. Junge, du musst ja irgendwelche Schätze dabei haben, oder? Nee, sieht irgendwie nur aus wie Bulk. Ich glaube, das ist reiner Bulk. Nee, gerade nicht, danke dir. Ach, Tara Goldstar, und da sehe ich noch das Yokohama-Pikachu hier. Nee, ist nicht Yokohama. Was haben wir da Schönes? Auch die geilsten Fotos gemacht, ne? Also es war auch for real einfach nur so ein, so yo. Mit dem Bein da. Zack, 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 zack. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Aber wie cool würdet ihr das finden, Chat, wenn wir das jeden Sonntag machen, dass wir jeden Sonntag uns hinsetzen und uns Sammlungen angucken? Würdet ihr das cool finden, for real? So einfach zu sagen, so, ja, wir gucken mal Sammlungen durch, was gerade so abgeht. Guck mal, ob hier gute Angebote sind. Ist ja nicht nur für mich unbedingt. Na, ihr könnt ja auch zuschlagen bei Stuff, wo ich sage, yo, das ist gut oder sonst was halt. Oder wo man sagen kann, ey, das ist vielleicht eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Wir können auch einfach hier auf eBay gehen. Haha, jetzt geht's nämlich richtig los. Sammlung und jetzt kommt der magische Moment. Passt auf. Und jetzt kommt's bald endend. Noch eine Minute. 19,99 €. Vielleicht können wir hier noch einen Schnapper machen. Let's go, wir gehen hier rein. 19,99 €. Ist hier ein Schnapper hier zu holen, ja oder nein? Radiant Celebi. Alleine eine davon geht, glaube ich, 4 Euro. 4, 8, 12, 16. Mit den ganzen Bulk seid ihr da im Plus. Wer jetzt reingeht, der kriegt das, Alter. Ich sag's euch, das ist jetzt ganz gefährlich. Ah, ganz gefährlich, ey. Noch eine Minute, 40 Sekunden. Spaß, geht da bitte nicht rein. Aber das ist manchmal hast du hier solche Sachen, ne, wo sich Leute hochbieten und sonst was. Hier zum Beispiel. 74 Euro, 16 Gebote, was ist hier drinne? Oh mein Gott, das Deck ist sealed? Okay, okay. Also das Deck ist das Einzige, was cool ist, sage ich mal. Das Deck kostet irgendwie 120, glaube ich, alleine. Plus die ganzen anderen Karten, ist das ein Stealer, den man machen könnte. Aber das Ding ist halt, was willst du mit so einem Deck halt, ne? Wir können mal kurz gucken. Erstes deutsches 140. Und das ist das, was ich meine halt, ne? Ihr könnt hier einen Schnapper machen beispielsweise, wenn das Ding sealed ist zu 100%. Da immer ganz wichtig, immer gucken, was hier drin steht. Plus Hard Gold zu Silver, Morgen Dämmerung, Pack neu. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ey, das wäre gar nicht so scheiße. Das wäre zum Beispiel eine coole Sache. Was haben wir sonst noch Schönes? Immer gucken, auf wo Gebote sind unbedingt. Vielleicht kann man da auch was finden, was geil ist. Aber Bock gerade extrem, Alter, hier mal durchzugucken. Was ein Grind, sage ich euch. Was ein geiler Grind. Oh, 2 Gebote. Wir sind drinne. Du kriegst das nicht und für den Preis auf gar keinen Fall. Art Rares. Allein eine Art Rare könnt ihr schon hier auch das Saltaria. Es geht ja allein schon irgendwie 4, 5 Euro oder sowas, ne? Da ist halt die Menge das Ding halt, ne? Und dazwischen sind ja nicht nur Art Rares. Es ist, dass dazwischen ja auch noch mal ein paar andere Karten sind.
was krass ist. Kann man auch mal machen, muss aber nicht. Sech, oh, hier sind Leute aber am Kämpfen. Das hier ist ein Kampf. Und wir gehen diesen Kampf ein. Was haben wir, Chat? Okay, ein paar Team Rocket und Basset. Comments, schöne Sachen. Hier ist sogar der Zustand nochmal zu sehen. Nothing too special. Schöne Oldschool-Karten, die ganz geil sind. Das war's schon. Das war's tatsächlich schon. Das würde ich sagen, ist schön alt. Gibt bestimmt ein paar Leute, die sich da die Bock darauf haben und sowas, wisst ihr? Hier haben wir schon eine krassere Sammlung mit 46 Euro gerade. Und läuft noch eine Stunde halt, ne? Das Zekrom-Promo-Ding ist sehr, sehr geil. Das mag ich. Das ist cool. Ultronic Crossman, Full Art, Gardevoir, Full Art aus Nacht im Flammen. Ist sehr, sehr geil. Kaleo haben wir hier. Hooper, die Promo aus der Hooper Unbound Box. Sehr, sehr geil. Mit Pikachu damals als Promo gewesen. Reshiram. Ist, glaube ich, sogar eine Promo. Bin mir nicht sicher. Aus Schwarz und Weiß hier. Auch das Garchomp. Sehr, sehr geil. Prisma-Karte. Breaks. Das ist wirklich eine Sammlung, die mehrere Jahre in Kommen war halt, ey. Plasma X-Bart haben wir hier. Promo Latios aus dem Blister ist es, glaube ich. Das sehr geile Logo. Das müsste Diamond and Pearl sein halt. Infernape haben wir hier. Also bisher geht es zurück zu Diamond and Pearl. Die Karten, was ganz nice ist halt. Wir haben ja auch Karten aus der EX-Serie. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also mit dem Dicktree und den Strange Charm. Okay, wir sind jetzt hier bei Neo. Sportlich, sportlich. Also bis zweite Generation alles abgedeckt. Das ist crazy halt, dass so eine Sammlung dann halt doch für so viel Geld weggeht. Wahrscheinlich so bis 60, 70 Euro geht noch. Es gibt ja Leute, die sich dafür krank interessieren und auch Bock drauf haben. Die auch, ey. Was haben wir hier? Level Xs. Mehrere. Okay, ein paar Primes. Lumanda, das war, glaube ich, auch eine ganz normale Karte im Set. Ein paar Level X dazwischen, ganz cool. Palkia hier mit dem Orb noch als Item, sehr, sehr schön. SP, Dialga, Jungglut hier aus dem Starterdeck, beziehungsweise halt auch aus Rubin Saphir aus dem Set, mega schön. Stollers Reverse hier auch aus Rubin Saphir. Das ist schon, sind schon ein paar geile Sachen dabei. Oh mein Gott. Karte meiner Kindheit mit Stolunio ist so geil. Ich liebe die Stolunio. Das ist, mit der habe ich sehr viel Vergangenheit. Die englische Stolunio-Karte aus Rubin Saphir. Gehört zu meinen Top 10, glaube ich. Also auch geschichten-wise halt. Ich finde es crazy, dass das Meta auf eBay gerade ist. Jo, 4 Seiten Binder. Nur 4 Seiten Binder. Danach hört es ja auf. Mehr ist es nicht. Insgesamt 45 Karten, ja. 45 Karten, das war's. Und dann nächster Artikel. Es ist nicht eine riesige Sammlung. Es ist eine Sammlung, die fein ist, würde ich sagen. Die fein ist, die nicht so krank ist. Okay, okay. Also alleine, wenn man sehen sollte, dass da ein, zwei mehr Gebote sind, da fühlen sich Leute immer gekränkt, wenn sie 50 Cent überboten werden und dann wieder neu reinbieten. Und ich habe ja auch gleich die Hardcore Soul Silver Sachen gesehen, das ist aus dem Kalender. Den habe ich auch mal für euch geöffnet. Das sind schon ein bisschen nostalgischere Sachen, die wir haben. Und auch gleichzeitig haben wir hier auch Adrias, ne? Aus Welten im Wandel und Strahl Radiance. Mega cool. Okay, ich sehe schon Neo-Karten in Holo Japanese. Und auch Fossil, aber das Dragoran, das hat auch schon bessere Tage erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr die Esel so zählen könnt. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Das ist tot. Ansonsten haben wir hier Bulk aus der Neo-Zeit mit Snubbull. Dann haben wir hier ein paar Celebration-Karten. Also ist nicht jemand, der jetzt aufhört zu sammeln, nachdem er Sonne Mond gehabt hat, sondern ist wirklich jemand, der die letzten 2, 3 Jahre noch was gemacht hat. Statt der Kämpfe. Geiles Artwork, muss ich sagen. Holy, es sieht die geil aus. Kannte ich nicht, die Karte. Schick. Und hier sehen wir es auch. Hier ist ein Shiny Glurak, das heißt, es ist jemand, der sich auch auskennt mit der Materie, der auch weiß, für was die Karten wahrscheinlich weggehen und der es wahrscheinlich einfach als Sammlung verkaufen möchte, weil er sie so schneller los wird. Und auch so mehr Aufmerksamkeit auf die Karten zielt halt, ne? Du willst halt nicht so nach Kani verkaufen können, du willst das halt lieber in so einer Sammlung verkaufen. Glaciola in Full Art, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und darunter, falls ihr es sehen könnt, ist halt auch noch, oder daneben ist ein Ramaidonos im Set. Sehr, sehr geil. Lugia EX haben wir hier auch nochmal. Das wird auf jeden Fall für gut Geld weggehen, sage ich. Allein das Plinfer hier. Fällt im Wandel, der erste deutsche. Ja, so 10, 11 Euro. Aber wir haben schon ein, zwei Hidden Treasures gefunden, ey. 400 Euro will der hier haben. Okay, was haben wir hier? 64 Full Art Karten. Ja, sind ein paar dabei, wo ich sage, ja, ist beachtlich. Gerade die Karten aus 151 Deutsch-Englisch, die sind sehr teuer. Die sind wirklich sehr, sehr teuer. Munitigo Eisenhand ist auch eine Karte, die irgendwie fast 20 Euro kostet in Full Art, glaube ich, ne? Ja, sagen wir 15. Gengar kostet halt auch so 10 oder sowas. Also wenn jede Full Art irgendwie 10, 20 Euro geht, hätte ich gesagt, so ja, okay, kann man machen, aber einige sind auch günstiger. Aber es ist trotzdem, wo man dann sagen kann, ja, da macht es die Masse halt so ein bisschen, ne? Ihr macht das gleich nochmal mit Trainer Full Arts. Vielleicht ist da irgendwie so eine Trainer Full Art dabei, die sehr teuer ist, aber hier sind auch ein paar Aldats dabei halt, ne? Sind ein paar Aldats dabei mit Akromas, Cyrus, Perla, Felicia, Enigmara ist dabei. Ja, aber ich glaube, da werden sich die Pokémon Full Arts mehr lohnen als die Trainer.
Und hier hat er auch nochmal seine Artworks reingestellt. Das wird alles dasselbe sein, ne? Ja, ist alles dasselbe, ist alles dasselbe. Der macht das smart. Der macht das smart. Der verkauft alles einzeln. Und die Artworks sind teuer. Glumanda kostet irgendwie 30 Euro oder sowas. Und Texo kostet auch wie 20, 25. Und die kosten auch irgendwie alle 15 bis 20 Euro auf Deutsch, Englisch. Die sind nicht zu unterschätzen. Die machen schon einen beachtlichen Wert aus. Und wenn ich jemand bin, der auf eBay verkauft, würde ich halt grob gucken, okay, wie teuer sind die Karten? Würde einen Festpreis von circa ausmachen, sage ich mal 20% unter den Kaufpreis und würde es als Gebot reinstellen und wäre fein, wenn das für das weggehen würde, sage ich. Aha, 9 Gebote. Was ist denn hier los? Wir hatten hier Panik. Gibt es, ey, wenn Leute Panik haben irgendwie hier bei solchen Sachen? Hä? Warum ist das so teuer? Okay, der hier ist japanisch, der ist halt ein bisschen wertvoll, aber 30 Euro? Cosimas dabei, okay, ist auch eine alte Art. Aber ist das so krass? Ah, okay, die kostet schon 30. So kann man doch grob gucken, ne, dass man nicht überteuert kauft halt. Ne? Natürlich sind auch ein paar andere Karten dabei, aber die teuersten Karten sind da eher das, worauf man sich fokussieren sollte, nenne ich es mal. Das Glur kostet halt nichts, ne? 6 Euro, ey. Das ist echt krank gedroppt. Was haben wir noch Schönes? Pokémon TCG Vintage-Karten. Ah, habe ich da Vintage gehört? Ah, okay, wir gehen rein. Wir gehen rein. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, okay, okay. Bisschen Diamond and Pearl. Ja, okay. Bisschen. Ja, gib mir mehr. Dreh ein bisschen auf das Bild ein bisschen, damit ich auch was sehen kann. Das sind aber alles Bulk-Karten aus der damaligen Zeit. Ist cool, um Set zu vollständigen. Don't get me wrong. Ist cool. Aber es ist jetzt nothing too special. Das Einzige, was ich cool finde, ist hier das Yukamori Lavida. Okay, wir gehen hier noch. Ja, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Hier ist auf einmal auch ein bisschen Fossil und Base Set am Start. Und hier ist auch EX-Serie. Ganz dezent. Viel mit Delta Species, aber ist nichts zu krasses. Okay, hier haben wir aber wohl guten Shit. Okay, wir haben hier die Pokémon Day Promos, glaube ich, von Rayquaza. Eine coole Lugia Promo. Die Pokémon Day Deoxys Promo. Eine sehr, sehr Mirmint Flummelkarte. Ditto hier. Die Mewtwo Promo aus der VHS ist es, glaube ich. Aber die sind alle sehr beta. Ne, die sind alle durch. Also Grading kannst du da knicken. Aber für einen Binder sind das coole Karten. Auch von das Lugia, das mag ich sehr. Das ist actually cool. Was ist das denn hier? 261 Euro, 2 Stunden noch. Hier wird gekocht, ey. Glurak, schöne Tag-Team-Alter-Promokarte aus der Box. Flamara-Promo, Skillokrog, Celebrations-Karten, okay. Boah, okay. Okay, das blitzt noch. Ich dachte, hier kommt noch mehr. Aber das alles, ich glaube, da würde ich nicht so viel ausgeben. Also ich weiß, dass diese Promo so 40 kostet. Ich weiß, dass das Ding, wie teuer ist das Flamara gerade? Können wir mal gucken. 20, 30 hätte ich jetzt auch gesagt halt, ne? Ja, 30 ist schon krass, ey, dass die so teuer ist, ey. Das ist heftig. Also du bist allein bei den beiden hier schon bei fast 70, ne? Dann die hier noch dazu, der kostet auch 20. Du bist allein bei denen hier oben schon bei über 100 halt, ne? Bei den Karten. Unterschätzt man, finde ich, sehr schnell, ne? Den Preis von Karten manchmal. Das ist schon sehr, sehr crazy. Sehr, sehr krass. Was haben wir hier? Karten Vintage Retro? Okay, wir sind dabei. Was haben wir hier denn Schönes? Ja, Diamond and Pearl, XY-Karten. Ach, schicke Sachen. Xatu ist sehr, sehr geil. Sind auf jeden Fall ein paar coolere Sachen dabei, sage ich. Gefällt mir. Finde ich nice, Chat. Okay, hier haben wir nochmal was mit ein paar neueren Karten. Interessiert mich nicht. Pokémon Mystery Box auf. Okay, Bro. 300 Karten inklusive Holo, Reverse, Holo. Ja, okay. Da habe ich, weiß ich ja nicht. Hier sehe ich so ein paar coolere XY-Karten, so Megas und Fullarts. Ist hier irgendwas Nices dabei? Okay, eine XXL-Karte haben wir hier noch. Gleich ist hier so nebenbei einfach eine Goldstar Rayquaza drin. Das ist aber das Ding halt, ne? Das kann halt möglich sein bei Leuten, die irgendwas verkaufen, dass die irgendwelche kranken Schätze dabei haben. Oh mein Gott, was haben wir hier denn? Okay, was ist das denn? Oh, ein Sammelheft. Dann haben wir hier das alte Stadium-Book oder Poster plus ein Neo-Booster. Und vor allem hier ist ein Glurak aus dem Base-Set. Was? Mach mal aus dem Starterdeck. Okay, Igelava, Alter. Was ein geiles Artwork da unten, aber auch, ey. Ich liebe Neo Genesis, ey. Das ist so ein underrated Set, finde ich. So gut. Lashoking Holo, Mashok hier aus Neo Destiny, das helle Pokémon. Super cool. Zapdos Holo haben wir hier noch. Oh, Naruto-Karten haben wir ebenfalls, ey. Dark, okay. Darkness-Pokémon. Feuerrot-Blattgrün Reverse-Holos. Dragon Frontiers Reverse-Holos. Okay, das Glurak ist sogar aus der Legendary Collection. Das sehe ich jetzt gerade. Das hat nämlich kein Holo-Foil, wie es aussieht. Doch, es hat Holo-Foil. Sah jetzt hier bloß nicht so aus, aber dann hätte es auch den Legendary Collection-Stempel gehabt aus dem Starter-Deck. Ne, ist eine Base-Set-Karte. Sieht zwar ultra-shit aus, aber das ist eine schöne Kindheitssammlung. Und dass derjenige dafür noch gut Geld bekommt, freut mich. Das finde ich schön. Hier haben wir wieder ein paar Base-Set-Karten. Aber ist ein Bein da drin auch, ne? Okay. Auch die Dragoran-Promo, sehr, sehr cool. Die Muvu-Promo. Movie-Promo? Nö, sind auch wieder ein paar nicere Sachen dabei. Also so schöne Oldschool-Karten.
Pikachu, das Dicke, kennen, glaube ich, auch sehr viele schöne Karte, auch aus dem Kinofilm. Nee, ist auch nett. Ob es 200 Euro nett ist, weiß ich nicht, aber Judas Glock Basset ist halt teuer. Ich will noch eine Sammlung sehen, wo ich sage, okay, geh mal potenziell rein, so, wisst ihr, Chat? Sind ein paar schöne Sachen aber hier dabei auch. Otters Mew aus dem Kinofilm ist sehr, sehr cool. Aber das ist halt das Coole, es macht halt auch Spaß, hier durchzublättern, ne? Alter, was haben wir hier denn? Booster-Sammlung, die aufgelöst wird. Okay. Platin Arceus alleine, Teams und Trumpf. Und das? Ist das das alles? Was ist das denn alles bitte? Also das ist ein krasser Jackpot halt. Der gibt ja alles auf. Selbst seine letzte Son Goku-Karte und Zubehör und Code-Karten. Und Yugi-Kram. Der will alles weghauen. Allein die Booster sind ja schon crazy halt, ne? Kräfte im Einklang hast du hier, Celebration, Lost Origin. Alleine hier die Karte, ne? Die alte Art, Arceus und sowas. Die kostet ja schon 100er, glaube ich. Die eine Karte alleine. Ist doch wahrscheinlich die teuerste Karte in der ganzen Sammlung, wie ich das jetzt so beurteilen kann. Sieh auch viele neuere Sachen, auch die Bisaflor Promo hier. Sehr schön aber. Das Ding ist, es ist auch schwer, finde ich, auf eBay irgendwelche coolen Sachen zu finden halt, ne? Aber viele Leute machen sich halt auch Gedanken. Aber es gibt auch Leute, die es nicht machen. Hier zum Beispiel sehr crazy. Sehr viele alte, coole Holos und Promos halt. Schick. Base Set 2. Aber alle sehr ramponiert halt. Aber es gibt trotzdem Leute, die da Bock drauf haben halt. Und das ist halt das Schöne, sag ich mal, dass man halt trotz dessen, auch wenn du Geld brauchst, trotz dessen mit den ganzen Sachen auch Geld machen kannst. Vielleicht nicht immer der Marktwert, aber trotzdem ist da immer irgendwer da, der halt sagt so, okay, das lohnt sich für mich, ich hole die Sachen. Okay, 116 Euro für EX-Karten und Bulk? Was ist da drinne? Okay, Tag Team Gardevoir, okay, und Sylveon ist stark. Und hier auch eine Full Art, by the way, die habe ich auch jetzt gerade erst gesehen im Augenwinkel. Lucario Melmetal. Aber wo sind hier... Okay, Palkia. Hier müssen ja Leute irgendetwas gesehen haben, dass sie sagen, yo, ich gebe hier für über 100 Euro aus. Oder ist es nur die Masse, die es hier auch wieder ist? Okay, hier ein paar Reverses aus EX Deoxys und Celebrations-Karten sind ja auch ein paar am Start. Das war's aber. Also am Ende ist es halt auch die Masse, die natürlich viel macht, so, ne? Detours Fossil hier auch. Aber wäre zum Beispiel auch nichts, wo ich sage, yo, hätte ich Bock drauf. Vielleicht würde ich für so ein YouTube-Format mal sagen, so, yo, ich kaufe mir drei unterschiedliche Kartensammlungen. Boah! Frage an den Chat und Frage vielleicht auch an die Leute auf YouTube, die es jetzt gerade sehen. Würdet ihr es fühlen, ein YouTube-Format zu haben, wo ich Sammlungen kaufe und den groben Wert dieser Sammlung erschätzen muss? Könnte eine sehr, sehr coole Sache sein, die wir in Zukunft vielleicht machen. Und by the way, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ein Abo. Genauso wie hier die Leute auf Twitch ein Follow da lassen. Ganz, ganz wichtiger Hase.